Wolfgang Zanger aus Großlobming im Murtal, FPÖ, ist nun an Bord. Herr Bundesminister, Sie gefallen mir vielleicht, Frau Kollegin Wendy Wagner. Stellen Sie daher und versuchen, die leidenschaftliche, überzeugte Kämpferin für das Nichtrauchen zu sein. Mag ja sein, dass Sie so denken, mag ja sein, dass Ihnen das Rauchen unangenehm ist. Mir ist es das nicht, ich bin leidenschaftlicher Raucher. Aber wenn Sie schon so sprechen, Herr Rausen, dann müssen Sie auch konsequent diese Linie durchtragen. Und nicht dann bei einem SPÖ-veranstalteten Donauinselfest sämtliche Standelbetreiber dazu verpflichten, Rauchwaren verkaufen zu müssen. Wo bleibt da Ihre Geradlinigkeit, wo bleibt Ihre Konsequenz? Also diese Doppelmoral soll hiermit einmal aufgezeigt werden. Ja, wird schon noch vergehen irgendwann einmal. Gut, es hat einen Verfassungsgerichtshofentscheid gegeben. Die ÖVP hatte darauf gehofft, dass der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz kippen wird. Wahrscheinlich waren sie ein bisschen peinlich berührt, die schwarzen Brüder, wie das nicht der Fall war. Denn auf eines kann man doch noch zählen in diesem Land, dass der Verfassungsgerichtshof persönliche Freiheit sehr wohl den Vorrang erteilt vor Fremdbestimmung. Und genau das, um das geht es auch. Es geht um die Entscheidungsmöglichkeit, eigen entscheiden zu dürfen, und es geht auch um ein gewisses Maß Eigenverantwortung zu übernehmen. Es muss, und so ist meine Meinung dazu, dem Wirt freigestellt werden, ob er es erlaubt, dass in seinen Räumlichkeiten geraucht werden, und dem Gast muss es freigestellt werden, in welches Lokal das er geht, dort, wo geraucht wird oder dort, wo nicht geraucht wird. Für mich stellt sich dieses Gesetz jetzt da als ein Eingriff in ein höchstpersönliches Recht, in das Eigentumsrecht. Es ist speziell im ländlichen Raum so, dass viele Gastwirte nicht nur Betreiber der Gastronomie sind, sondern auch Besitzer der jeweiligen Liegenschaft, der jeweiligen Gebäude. Und jetzt gehört einem das und jetzt wird ihm vom Gesetz her gesagt, du darfst in deinem Eigentum nicht mehr rauchen lassen. Wie weit wollen wir es noch treiben? Geht es dann hinein auch bis in die privaten Wohnzimmer? Ich darf bei mir zu Hause nicht mehr rauchen, weil der Gesetzgeber halt glaubt, dass ich mir damit gesundheitlichen Schaden zufüge. Ich finde, das ist für mich die wahre Problematik, dass man da in diese persönlichen Eigentumsrechte eingreift und vorschreibt, was man mit Privateigentum oder am Privateigentum tun darf und was nicht. Es wird als Vorwand verwendet der Arbeitnehmerschutz. Ja, denken wir mal weiter, es gibt ja auch Kölnerinnen und Kölner, die rauchen. Was ist denn mit denen dann? Wird die Rauchpause, die sie sich dann hin und wieder gönnen, von der Arbeitszeit in Abzug gebracht? Ich weiß ja nicht, was sie sich da denken. Und vor allem die ÖVP ist sowieso ein Hin und Her, Rückgrat wie ein Gartenschlauch. Die Wirte werden von euch als Trotteln der Nation hingestellt. Ja? Jetzt haben sie investiert einmal in abgetrennte Raucherräume, in Belüftungsanlagen, ja, etc. Ihr habt ja die Allergenverordnung umgehängt. Barrierefrei muss jeder sein. Die Registrierkassenpflicht habt ihr einer aufdividiert. Die Pommes- und Schnitzelverordnung ist eine EU-Geschichte, okay? Es gibt so viele Auflagen und so viele Kontrollen, dass keiner mehr Gastwirt spielen will. Und das merken wir jetzt bei den Betriebsübernahmen. Der Kollege Linder hat es angesprochen, die Hälfte aller Gasthäuser hat zugesperrt in den letzten Jahren. Ihr, liebe ÖVP, habt ihr ja mit den Bauern schon das Problem gehabt. Für das Bauernsterben seid ihr verantwortlich, indem ihr nur industrielle Landwirtschaft gefördert habt. Und jetzt seid ihr auch die Totengräber der Wirte. Ich warte nur darauf, dass ihr euch selber mal euer eigenes Grab schaufelt. Und das wird mich dann auch freuen.